Ich glaube, da ist wieder ein Geist. Aber wir schauen uns jetzt erstmal um. Moment hier. Da sind doch... Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, wir befinden uns auf der Reuseninsel, da sind wir ja in der letzten Folge hingereist und hier ist schon wieder irgend so ein Bienenschwarm. Ich sehe ihn aber nicht. Okay, ich sehe keinen Bienenschwarm, ich höre ihn nur. Und da ist eine Moderhaut. Und ich glaube, alle Gegner sind wieder da, habe ich das Gefühl. Oder auch nicht. Wie dem auch sei, wir gehen hier mal weiter. Wir müssen ja zum Turm. Und wir essen mal ein Stück Fleisch. Da hinten ist die Moderhaut. Komm, den holen wir uns schnell. Hallo. Oh, zwei. Zurück. Wie viele sind hier tatsächlich? Okay. Es sind doch mehr. Oh, weg, 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 weg. Geralt. So, einen haben wir schon mal. Aber es sind noch mehr. Komm, die holen wir uns jetzt alle. Mist, Philo. Eieiei, das ist nicht so gut. Ja, brennt mal schön. So, eine noch. Irgendwo hier. Es waren drei. Egal. Der Kampf ist vorbei. Und die haben offenbar nichts liegen lassen. Kein Loot. Und es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir nochmal meditieren könnten oder so. Ich glaube, da hinten ist auch was. Was haben wir hier? Okay. Auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Und ja, ein Bienennest hier. Das war nicht so richtig die richtige Richtung. Und den Honig können wir gebrauchen. Beziehungsweise die Honigwabe. Und ich glaube, das sieht mir nach einem guten Ort zum Meditieren aus. Was ist denn da hinten noch? Auf was gucken wir denn da? Ah, okay. Das ist auch noch eine kleine Insel hier. Hm. Aber kein Boot in der Nähe hier. Und da sind Ghule. Jetzt wollte ich ja eigentlich gerade meditieren. Ich glaube, die bleiben auch da. Meditieren wir mal hier eben schnell. Und da sind sie auch schon, die Mistviecher. Komm, komm. Scheiße, immer ein bisschen, ja, ohne Schwert ist auch scheiße. Das ganze Meditieren bringt so nichts. Warum zieht er das nicht? Jetzt bin ich mir nicht mal sicher, dass ich das Richtige gezogen habe.
So, ja, das Problem hatten wir ja schon mal, dass wir meditiert haben und dann überraschend angegriffen wurden. Nur, dass es beim ersten Mal für uns tödlicher ausging. Und da war es ein Wolf. Okay, ich glaube, hier sind noch einige. Da ist auch der nächste schon. So. Hat sich ausgegoolt. Okay, der hat nichts. Da ist noch einer. Auch den haben wir. Ich höre immer noch welche. Und da ist ein... Jetzt sehen wir auch hier die... Na, da hat die Reichweite nicht ausgereicht. So. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich beim Kämpfen, dass mir da immer noch so ein bisschen Timing fehlt. Sieht immer sehr, sehr abgehackt aus. Hier ist noch eine Kiste. Da hinten ist übrigens ein Boot. So, wir müssen weiter zum Turm. Hier ist ein Wegweiser. So, ja, wir sollen den Turm erkunden. Da haben wir wieder... Lass mich in Ruhe. Ah, scheiße. Ich habe mich voll erschreckt. Messviechers. Hätt's wohl gern gehabt. Scheiße. So, das Wasservibe haben wir auch. Was ist das? Nix offenbar. Sonne geht unter. Und wir müssen in den Turm. Da mal rein, in die gute Stube. Und ich glaube, wir müssen diese Lampe verwenden. Hier ist eine Spur. Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Da auch. Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Wie geht, Geralt? Hör auf! Ich will's gar nicht wissen. Machen die, die fressen die Leichen wahrscheinlich. Da ist auch noch eine Spur. Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Draht. Das ist die Tür, durch die wir gekommen sind gerade, ne? Gut, hier, wir rüsten mal hier die Lampe aus. Ist da auch noch irgendwas? Nee. Wo ist dieser Adelsfritze?
Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter. Nach oben. Okay. Das ist also der Serat, der hier lag. Abgeschlossen. Hier ist nicht abgeschlossen. Okay, gibt es auf jeden Fall einiges zu sammeln. Sehr schön. Ob wir das Zeug jetzt brauchen, sei mal dahingestellt. Da ist noch eine Kiste. Smaragd- und Lederstücke. Da ist auch noch eine Kiste. Das nicht. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krätze. Und der Gestank. Okay, die haben ja Ratten in Kisten gehalten. Warum auch immer. Und mehr ist hier aber auch nicht, ne? Dann gehen wir mal wieder hoch. Wir sollten jetzt, glaube ich, sowieso nach oben. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Okay. Hier scheint gar nichts zu sein. Ja, dann mal weiter. Oh, da ist auch eine Menge drin. Gut, ich glaube, da brauchen wir nicht rüber. Ja, wir können leider nicht laufen, wenn wir hier die Lampe halten. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer?
Wer bist du? Okay. Also die Bauern sind auf jeden Fall offenbar alle auch bei ihrem ja hierbei draufgegangen bei der Aktion. Ich meine, das wussten wir ja schon, dass sie nicht zurückgekommen sind. Aber was steckt dahinter? Da ist noch eine Kiste, die ich übersehen habe. Auch hier wieder eine ganze Menge drin. Ein Schema für ein nilfgaardisches Langschwert und überlegenes Bestienöl. Interessant. Okay, hier ist wieder dieser ominöse Geist, der immer wegläuft. Beziehungsweise uns vielleicht aber auch irgendwie irgendwo hinführen möchte. Hier scheint nichts zu sein. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Gut, wir sollen nach einem Aufstieg hier suchen. Da ist was Rotes. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Ich würde sagen, da ist eine Tür. Da ist was Rotes hier auch. Aber da scheint sich nichts zu tun. Aber jetzt. Gut, dann schauen wir uns mal an, was da hinter der Tür ist. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Tagebuch des Magisters Alexander Teil 2. Schauen wir uns vielleicht gleich mal an. Fell eines weißen Wolfs, Pechdraht, Öl, Manuskriptseite goldener Pirol und Kronen. Ich glaube, da ist wieder ein Geist. Aber wir schauen uns jetzt erstmal um. Moment hier. Da sind doch... Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Okay, dieser Magier, der hier gelebt hat, hat Menschenexperimente gemacht. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich.
Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst auch du mir wehtun? Eigentlich nicht. Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Ja, wir fragen mal nach dem Magier, würde ich sagen. Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Ja, also dass die ausrauben wollten, niedergemetzelt haben, das haben wir ja tatsächlich gehört von den Geistern selbst. Dass die da tatsächlich hier nicht unbedingt nur auf Essen aus waren, sondern tatsächlich darauf, die alle umzubringen hier. Ja, was war denn das für ein Trank? Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Grahan. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Also das mit den Ratten, ob das jetzt tatsächlich Gerüchte waren, das möchte ich jetzt mal gerade bezweifeln. Denn wir haben es ja mitbekommen, dass die hier Ratten in Käfigen gehalten haben und... Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich... konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Ja, das ist natürlich Ironie des Schicksals, sage ich mal. Denn dieser Trunk, Geralt hat es ja gesagt, ein Schlaftrunk. Und
Ja, und während sie geschlafen hat, wurde sie halt von den Ratten angenagt, würde ich sagen. Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Oh, das ist interessant. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Okay, wir haben jetzt noch die Option, wie kann ich dir helfen? Also nehmen wir die dann noch mal. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Ja, interessant. Also wir haben eine Leiche, eine frische Leiche. Wir haben offenbar ein Monster. Und die erkennt sich erstaunlich gut mit diesem Fluch aus, habe ich das Gefühl. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben, aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Tja. Wirklich alles sehr traurig, aber irgendwas stimmt nicht. Ich habe so ein Gefühl. Was denn? Du verschweigst mir etwas. Du weißt, wie gefährlich die Insel ist, aber du sagst mir nichts über das Monster, das hier lebt. Aber es gibt doch kein Monster. Ich glaube, du lügst. Die Frage ist nur, warum? Um das Monster zu schützen? Oder etwa... Halt! Ich will es nicht hören! Ich kann dir nicht helfen. Etwas von dieser verfluchten Insel, von einem verfluchten Ort zu entfernen, ist zu gefährlich. Und die Gebeine einer Toten, das bedeutet Ärger. Das heißt zu Recht, Hexer, sein herzlose Bestie. Willst du Graham dann herbringen? Ich muss mich von ihm verabschieden. Annabelle, hör zu. Du wolltest mir von Anfang an nicht helfen. Ich hatte so gehofft, dass ich endlich jemand erwarten würde. Ich soll es denken. Scheiße. Und wir haben keine Zeit, irgendein Öl oder so zu verwenden. Das ist jetzt nicht so doll. Äh,
Ah, mach doch mal. Ach, scheiße, er hat nur die Lampe in der Hand. Die Ratten greifen uns an. Verdammt, ich muss sie fangen. Okay, offenbar, hier haben wir die Trankfiole, wahrscheinlich wo dieser Trank drin war. Hier ist noch eine Kiste. Ja, jetzt gucken wir uns erstmal schnell um hier noch. Da haben wir das Tagebuch des Magisters Alexandertal 1. Dann würde ich doch sagen, das lesen wir eben mal schnell. So. Tag 237. Meine Experimente zeigen weiterhin Ergebnisse, die ich als unzuverlässig betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist das schäbige, fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten ich gezwungen bin. Entgegen seiner Zusicherung ist der Rat außerstande, mir genug gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende lediglich täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entlausen, bevor ich auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität ist das Wichtigste. Wie Marty Sodergren in ihrer wenig bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigten die Freiwilligen, die mir geliefert worden werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teil sie sind. Geschweige denn irgendeine Begeisterung. Tatsächlich betrachteten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der die Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsstutzigkeit auch den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Natürlich erfordert jeder Erfolg große Opfer. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen. Doch das ist ein Opfer, das zu erbringen, ich bereit bin. Okay, also wie gesagt, wir haben es ja schon gesehen, dass er Menschenversuche irgendwie durchgeführt hat, um offenbar eine Krankheit zu heilen. Den Namen der Krankheit hatte uns die Annabelle schon gesagt. So, Tag 346. Ich habe Ratten nie gemocht. Das liegt weniger an ihren obszönen Schwänzen als vielmehr an ihrer lebhaften, verstörenden Intelligenz. Sie scheinen stets zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Vor ein paar Tagen ertappte ich mich dabei, mit einer zu reden. Mit einem besonders großen schwarzen Männchen, dem ein Ohr fehlt. Zunächst wurde ich von Sorge überwältigt, dass mein Verhalten auf den Beginn der Krankheit zurückzuführen wäre. Hat er selbst die Krankheit gehabt? Aber das wäre natürlich unmöglich, da ich meine Immunität mit mächtigen Zaubern verstärkt habe, okay? Später folgerte ich, dass es sich nur um einen natürlichen, schwer zu überwindenden Reflex handelte. Wir Magier mögen es, wenn man uns zuhört. Ich habe die schwarze Ratte in einem separaten Käfig untergebracht. Vielleicht bekommt sie noch ihre Chance, an den Versuchen teilzunehmen. Bis dahin kann sie mir Gesellschaft leisten und beobachten. Mir fällt auf, dass sie die infizierten Nager mit großer Konzentration beobachtet, vor allem solche in den letzten Krankheitsstadien. Sehr interessant. Ich könnte mir keine bessere Gesellschaft wünschen. Serat meidet das Labor und hat auch den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Tochter sich von mir fernhält. Zunächst dachte ich, er hätte moralische Bedenken. Diese wären zu lächerlich gewesen. Doch dann erklärte er, dass Annabelle schon immer eine labile Psyche hatte und der Anblick der Kranken sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Bauern, die an der Studie teilnehmen, sprechen nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, was sie sich von dieser Demonstration versprechen. Als Konversationspartner taugen sie ohnehin nicht. Das ist natürlich die Frau, aber was sie betrifft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Ach, da ist natürlich die Frau, okay. Aber was sie betrifft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Was für eine Frau? Tag 302... Annabelle war da nicht mit gemeint, oder? Nee.
Tag 362. Meine schwarze Ratte ist tot. Ich habe sie heute zusammengekrümmt im Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gut ernährt war sie auch. Seltsam. Aus medizinischer Sicht ist ihr Tod rätselhaft. Und ich muss eingestehen, dass dies den Gelehrten in mir irritiert. Aber ich erwähnte ja, dass ich Ratten nie gemocht habe. Okay. Also er hat an Menschen Versuche gemacht, an Ratten. Er wollte eine Krankheit heilen. Und da war eine Frau, für die er sich offenbar interessiert hat. Und das war aber nicht Annabelle. Ja, und wir müssen weiter. Und ja, Annabelle finden. Ja, bevor ihr mich angreift hier wieder. Messviecher. Ich mag Ratten auch nicht sonderlich. Also ich schätze ja mal, dass sie selbst das Monster ist. Hatten wir eigentlich einen Tagebucheintrag oder sowas bekommen? Beziehungsweise einen Charaktereintrag? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich schätze, wir müssen weiter runter. Hier ist doch was. Das macht mich gerade nervös. Was ist denn das da? Vielleicht mal die Lampe? Was ist denn das hier? Hallo, mach mal die Lampe an. Ich schätze, es ist ein Bug. Gut, Lampe wieder aus. Wegen der Sicherheit. Wo ist die hin? Eine Pestmite übrigens. Wir gucken jetzt mal kurz unter Glossar Bestarium. Pestmite. Haben wir dazu was? Unter was fallen die denn? Geister, da. Pestmalden. So, was können die nicht ab? Geisteröl, klar. Achso, das sollten wir übrigens mal auftragen. Und das Irdenzeichen, ja, das kennen wir ja schon. Patienten scheinen unter Wahnvorstellungen von einer Frau zu leiden, deren Körper mit Schorf und Geschwüren bedeckt ist und die von Ratten umschwärmt wird. Diese Vorstellungen verschwinden nach einer Verabreichung von Bilsenkraut und Mohnextrakt. Joachim von Graz, Notizen, Wilmerius Hospital in Novigrad. Wenn die Pest in einer Region wütet, wird die Gegend manchmal auch von einem Geist heimgesucht, der einer kranken Frau gleicht, deren Fleisch von den Knochen fault und die von unzähligen Ratten begleitet wird. Niemand weiß, ob dieser Geist die Pest bringt oder von ihr wie eine Motte vom Licht angezogen wird. Trotzdem lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass sie mit großen Freuden Leid und Schmerzen bringt und sich an den Schreien und am Stöhnen der Menschen ergötzt. Die Existenz von Pestmeiden oder Peste oder Pestae, wie sie manchmal genannt werden, wird weithin angezweifelt. Es gibt nur zwei verbreitete Sichtungen solcher Kreaturen, beide zu Zeiten schlimmer Seuchen. Wie der Name Pestmite schon sagt, nehmen diese Erscheinungen die Gestalt von Frauen an. Der Grund hierfür ist aber nach wie vor ein Rätsel. Einige vermuten, dass sie wie andere Erscheinungen auch aus starken Gefühlen entstehen, die durch bestimmten Todesumständen wie nach langer, schmerzhafter Krankheit verursacht werden. Das wäre ja wahrscheinlich gegeben. Allerdings ist nicht viel darüber bekannt, wie sich eine Pestmite bekämpfen lässt. Obwohl man davon ausgehen kann, dass sie viele Eigenschaften besitzt, die auch andere Phantome und Erscheinungen haben, sie stellt zweifelsohne eine große Gefahr dar, obwohl die Immunität des Hexers ihn zumindest davor bewahren sollte, sich mit den Krankheiten anzustecken, die sie in sich trägt. Okay, wissen wir da schon mal Bescheid. Und halt,
Ja, kloppen mal das Öl, falls sie uns hier gleich Geisteröl, ja, ne? Verfluchten Öl, Gift der Enken, bisschen Öl, Geisteröl. So, hauen wir mal drauf. Und dann gehen wir mal weiter. Wir müssen nach draußen. Nicht in den Keller. Hier war der Keller, glaube ich, ne? Müsste noch eine andere Tür sein. Oder mussten wir doch noch einen nach unten? Da ist ja eine Ratte. Ja, von hier sind wir gekommen. Also würde sich jetzt wohl hier irgendwo hier draußen rumtreiben. Da ist er auch schon. Komm her! War's schon? Hat sich angehört, als würdest du selbst zu einem Geist werden. Ich musste mich mit einer Pesta rumschlagen. Eine Pesta? Und hat sie dir verraten, wie der Fluch gebrochen werden kann, bevor du sie mit dem Schwert niedergemacht hast? Ja, wir haben ein wenig geplaudert. Ich muss wohl ihren Geliebten auf die Insel bringen. Einen Fischer namens Graham. Den kenne ich. Er lebt in Erzdorf, dem Dorf am Seeufer. Such ihn sofort auf. Wir haben es fast geschafft, ich spüre es. Okay, also diesen Graham müssen wir offenbar dann doch noch hierher bringen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine gute Idee war, die umzubringen, aber ich hatte das Gefühl, wenn wir dem die Gebeine bringen, wie sie es ja irgendwie wollte, dann bringen wir die Gebeine von dieser Insel herunter. Und das könnte bedeuten, dass wir woanders mit den Gebeinen eben Schaden anrichten können und deshalb haben wir das jetzt so gemacht. Ja, wir sind damit auch am Ende der Folge angekommen. In der nächsten Folge werden wir dann mit Graham sprechen. Da müssen wir nach Erzdorf, glaube ich. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.